Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute zu einem neuen Doppelpack. Und zwar die Regelerklärung für die Solo-Variante von Red Outpost. Wie immer komplett inklusive Aufbau und Spielablauf. Und danach zeige ich euch das Solo-Let's Play. Da könnt ihr dann auch gleich die Regeln anschauen bzw. umgesetzt sehen. Im Übrigen, hier oben findet ihr die Regelerklärung vom Grundspiel, wenn ihr das noch nicht kennt. Dann solltet ihr euch zuerst das anschauen und danach können wir mit der Solo-Variante loslegen. Bei mir in der Kickstarter-Variante gibt es das ganze Material schon in der Box. Habt ihr die Asmodee-Variante, dann geht ihr einfach auf deren Internetseite, lädt euch alles runter. Da habt ihr dann die Anleitung und alles zum Ausschneiden und könnt dann auch Solo spielen. Das ist eine schöne Variante, ist mal ein bisschen Arbeit verbunden, aber kein Problem. Also, verlieren wir keine Zeit und ihr bekommt, wie gesagt, die Solo-Anleitung und das Solo-Let's Play. Auf geht's! So, Spielziel. Ja, wir versuchen gegen den Automat zu kämpfen und wer am Spielende die meisten Siegpunkte hat, gewinnt das Spiel. Bei den Anleitungen steht nicht, wie viele Tage wir spielen, aber ich denke, da das Grundspiel über 2 Tage geht, geht auch die Automat-Variante über 2 Tage. Und wer nach 2 Tagen die meisten Siegpunkte hat, gewinnt dann das Spiel. Kommen wir kurz zum Spielmaterial. Wir haben hier 3 Ortskarten. Die kann man eigentlich perfekt hier drauf packen, aber ich packe die ein bisschen zur Seite, damit ich immer noch sehe, wie die Standardversion ist. Weil der Automat macht die neuen Versionen. Und ich mache die alten Version. Dann gibt es 12 Zielkarten, die sehen so aus. Die werden gemischt. Dann gibt es 18 Automat-Karten, die sehen so aus. Dazu aber auch noch später mehr. Und es gibt eine kleine Übersichtskarte, wie man das Spiel spielt. So, kommen wir jetzt zur Änderung der Vorbereitung. Wir nehmen uns nur 2 Einflussmarker und packen ihn auf die Produktionsleiste und auf die Siegpunktleiste. Und der Automat bekommt 11 Stück. Einen packt er schon mal hierhin und den anderen dahin. Die optionalen Spezialkarten aus dem Grundspiel werden hier nicht verwendet und kommen in die Schachtel. Dann, was ich euch ja schon gesagt habe, die 3 Ortskarten platzieren wir auch. Zusätzlich machen wir alle Vorbereitungen aus dem Grundspiel. Sprich Phasenmarker platzieren, die Stimmungsplättchen platzieren, alle Arbeiter in die Kaserne, Karten mischen, Rohstoffe bereitlegen, Diamanten bereitlegen. Ich starte auch mit einem Diamanten. Die Morgenplättchen auf die geblockte Seite kommen einmal in den Palast, einmal in das Bierhaus und einmal ins Raumschiff oder ans Raumschiff. Und der Abendmarker kommt an den See, an die Weide und aufs Feld. Das war die Vorbereitung. Kommen wir jetzt zur Erklärung der neuen Karten. So sehen die Zielkarten aus. In der obersten Reihe, das sind die Ziele, die wir erfüllen müssen. Der Arbeiter mit dem Ausrufezeichen darf am Tagesende kein Einflussmarker vom Automat besitzen. Wenn er trotzdem einen hat, bekommen wir 1 Siegpunkt abgezogen. Der blaue Arbeiter muss eine Stimmung von mindestens 3 haben, sonst bekommen wir 2 abgezogen. Und dann haben wir hier noch den grauen Arbeiter. Er darf auch keinen Einflussmarker vom Automat haben. Und des Weiteren müssen wir diese 2 Güter exportieren. Wenn wir irgendwas exportieren, packen wir die Würfel hier drauf, um das anzuzeigen und dafür bekommen wir keine Siegpunkte. Aber wenn wir das schaffen, bekommen wir auch keine Minuspunkte. Nochmal zusammengefasst, für jedes Ziel, was wir hier oben nicht erfüllen, verlieren wir am Tagesende Siegpunkte. In Reihe 2 und 3 werden die Prioritäten vom Automat festgelegt. Einmal fürs Lagerhaus. Dann einmal für die Arbeiter, fürs Raumschiff und für die Orte. Da wird immer links geguckt und dann von links nach rechts weiter. Sprich, ist der graue Arbeiter nicht zur Verfügung, muss man den blauen nehmen und so weiter. Und hier unten gibt es noch den Exportbereich, der zeigt dann, welche Siegpunkte es für was gibt. Das packen wir dann exakt hier drauf. Man sieht dann hier 1, hier 2, 3 und hier wieder 1 Siegpunkt. Wenn wir die Waren hier unten exportieren, sehen wir, wie viele Siegpunkte man dafür bekommt. Dann kommen wir zur Automat-Karte. Hier oben sehen wir einmal einen Arbeiter und hier unten 3 Ortsbereiche. So, das waren die Karten.
kommen wir jetzt zum Spielablauf. Der Automar ist in jeder Phase der Startspieler. Darum steht die Rakete bei ihm. Zu Beginn des Tages führen wir folgende Schritte durch. Wir ziehen eine zufällige Zielkarte, das habe ich schon gemacht, und legen sie auf die Exportleisten. Dann mischen wir alle Automar-Karten, habe ich auch schon gemacht. Und wir decken die oberste auf. So, jetzt legen wir je einen Automar-Einflussmarker auf allen Arbeitern-Porträts. Und schauen uns die Zielkarte an und da platzieren wir auch noch welche. Also auf den gelben Arbeiter, auf den blauen Arbeiter und auf den grauen Arbeiter. Jetzt hat der Autom alle seine Marker platziert. Spielzug des Automs. Der Autom erhält niemals Kristalle. Immer wenn er einen Kristall bekommen würde, bekommt er einen Siegpunkt. Und wenn er irgendwann mal einen Kristall abgeben muss, gibt er ihn immer aus dem Vorrat ab. Sprich, er hat unendlich. Jetzt schauen wir auf seine gezogene Karte und er wählt stets den ersten leeren Ort von oben. Sprich, aktuell den See. Der See ist frei. Wenn der See nicht frei wäre, würde er hier hingehen. Ist hier nicht frei, würde er zum Feld gehen. Sollte die Weide auch nicht frei sein, schauen wir hier unten hin. Hier sehen wir gegen Uhrzeigersinn. Und dann würde er als nächstes das wählen. Wenn das auch nicht frei wäre oder nicht verfügbar, dann geht es gegen den Uhrzeigersinn weiter. Wichtig, er wählt niemals die Wohnkaserne oder die Feldküche, außer zur Mittagszeit, da geht er in die Feldküche. So, jetzt wissen wir, dass er hierhin will. Jetzt decken wir die nächste Karte auf, um zu schauen, welcher Arbeiter geht hierhin. Und zwar der Schwarze. Sollte der schwarze Arbeiter nicht verfügbar sein, schauen wir wieder auf die Prioritätsliste auf der Zielkarte. Dann würde der graue, dann der blaue, gelb, schwarz geht ja nicht, gelb und rot. Aber schwarz geht, also geht der Arbeiter hierhin. Wichtig, wenn der Auto einen Arbeiter bewegt, platziert er keinen Einflusschip auf das Porträt. Ansonsten wird sein Zug ganz normal abgehandelt. Sprich, Bewegung, Stimmungsanpassung und dann wird der Ort abgehandelt. Sprich, wir würden jetzt die Stimmung anpassen, würden hier eine Karte ziehen und so weiter. Aber jetzt kommen wir zu den Orten. Wir führen alle Ortsaktionen normal aus. Der Auto führt auch die normalen Ortsaktionen durch, außer bei diesen drei Gebäuden. Hier, wie gesagt, spendet er immer einen Kristall, weil er hat ja unendlich. Im Bierhaus bekommt er immer einen Siegpunkt. Im Lagerhaus führt er die Aktion nach der Prioritätsliste hier aus. Und in der Verwaltung, anstatt einen Einflussmarker zu versetzen, wie die normale Aktion ist, platziert der Auto einen seiner Einflussmarker, wenn er einen noch hat, auf die Person, die er hierhin bewegt hat. Die Raumschiffaktion wird auch normal durchgeführt, aber falls der Auto ein Fragezeichen zieht, wählt er ein Gut, mit dem er direkt was exportieren kann, falls möglich, und sonst folgt er auch hier der Prioritätsliste auf der Zielkarte. Und zu guter Letzt, sollten wir in der Mittagspause sein, ziehen wir keine Automkarte. Er bewegt nämlich den ersten Arbeiter seiner Prioritätsliste in die Feldküche. In diesem Fall so. Dann legt er einen Einflusschip auf diese Person hier, falls vorhanden, passt die Stimmung an und würde dann so viele Siegpunkte bekommen, wie Einflusschips hier drauf sind. Also würde der Autom zwei Siegpunkte bekommen, da zwei Einflussscheiben. So, das war Automs Zug. Kommen wir jetzt zu unserem Zug. Hier ändert sich nicht so viel. Im normalen Spiel haben wir ja immer, wenn wir einen Arbeiter bewegt haben, eine unserer Einflussscheiben auf das Porträt gelegt. Hier ist es genau umgekehrt. Sollten wir also mit dem blauen Arbeiter uns bewegen, entfernen wir vom blauen eine Einflussscheibe und packen die wieder in seinen Vorrat. Und was ich schon erwähnt habe, wenn du ein Exportziel erfüllt hast, packst du die Ware hier drauf. Wichtig, dafür bekommst du keine Siegpunkte, aber am Tagesende auch keine Minuspunkte. So, kommen wir jetzt zum Ende eines Tages. Du erhältst Siegpunkte von Arbeitern, auf denen keine Scheibe des Automs sich befindet. Zum Beispiel hier Stimmung 1, also ein Siegpunkt. Überall anders sind Scheiben drauf, keine Siegpunkte für mich. Der Autom erhält Siegpunkte für jede Einflussscheibe auf den Porträts. Sprich 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Siegpunkte
dazu fehlen. Und du verlierst dann noch Siegpunkte, wenn du deine 5 Ziele nicht erreicht hast. Keine Scheibe auf Gelb habe ich verloren, minus 1 Siegpunkt. Stimmung von mindestens 3 bei Blau habe ich nicht erfüllt, minus 2 Siegpunkte. Keine Scheibe auf Grau habe ich erfüllt, also keine Minuspunkte. So endet dann der Tag. Jetzt packen wir die Waren wieder zurück. Die Zielkarte kommt weg und die Einflussplättchen werden auch wieder zurückgelegt. Die Stimmung bleibt gleich. Kommen wir jetzt zur Endwertung. Da in der Regel nicht steht, wie viele Tage wir spielen, gehe ich von 2 Tagen aus. Wie halt im Grundspiel vom Mehrspieler. Also, wer nach 2 Tagen die meisten Siegpunkte hat, gewinnt das Spiel. Ich hoffe, die Regelerklärung hat euch gefallen. Habt ihr noch Fragen, ab in die Kommentare. Willkommen beim Solo-Let's Play. Der Autom gegen mich. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel ist. Wie gesagt, ich spiele es das erste Mal. Habt ihr noch Fragen zur Regel oder was anderes, ab in die Kommentare. Und ihr kennt die Solo-Regeln noch nicht, dann schaut am Anfang vom Video. Und wenn ihr noch gar keine Regeln kennt, dann schaut euch erstmal das Grundspiel an. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit, auf geht's. So, die Standardaufstellung ist schon mal fertig. Jetzt werden die Zielkarten gemischt. Eine wird aufgedeckt. Dann packt der Autom überall eine Scheibe hin. Und die letzten 3 kommen dann eine auf Blau, eine auf Grau und eine auf Rot. Für mich ist wichtig, dass ich am Tagesende hier möglichst viele Scheiben von ihm wegpacke. Und die Arbeiter, wo keine Scheiben sind, müssen am besten sehr zufrieden sein. Dafür bekomme ich Siegpunkte. Er bekommt je Scheibe am Tagesende Siegpunkte. Dann ist wichtig, dass auf Blau keine Scheibe mehr liegt, dass hier die Stimmung auf mindestens 3 ist und dass bei Rot auch keine Scheibe mehr liegt. Ich muss Kohle auf jeden Fall exportiert haben und ich muss Weizen exportiert haben, sonst gibt es Minuspunkte. Gut, dann beginnen wir mal mit dem Spiel. Der Autom ist immer Startspieler in jeder Phase und dann bin ich dran. Zielkarte habe ich platziert, dann mische ich die nochmal und decke die erste Karte auf. Er will hierhin. Und mit wem geht er dahin? Mit Gelb. Er produziert. Geht hier einen weiter. Und Stimmung bleibt gleich. In der ersten Phase macht jeder nur einen Zug. Ich gehe hier hin, produziere. Gehe auch einen höher. Und da ich mit ihm gegangen bin, entferne ich auch den Chip. Stimmung bleibt gleich. So, Tagesende. Dadurch bekommt er eine Stimmung dazu. Blau, Rot und Schwarz, weil die sich noch in der Kaserne befinden. Dann sind diese 3 Bereiche jetzt auch zugänglich. Die werden wieder aufgestellt. Das rücken wir weiter und wir gucken, er möchte hier hingehen und zwar mit dem Roten. Rot geht hier hin und wir packen eine Scheibe auf Rot. Krass, Rot darf keine Scheibe haben, hat aber jetzt schon 3. Das ist heftig. Er wird auf die Seite gelegt. Hier spielen wir so lange, bis jeder 3-mal dran ist, sprich alle Arbeiter auf der Seite liegen. Ich nehme den gelben, packe ihn hier hin, entferne den, dann platziere ich einen auf meine Farbe, das ist blau. Er geht einen hoch und rot geht auch einen hoch. Er will wohin? Hier hinten hin kann er nicht. Hier hin kann er nicht. Er will an den See mit dem Grau. Passt. So. Grau geht einen runter. Zieht jetzt.
Nichts. Blau geht hier hin. Dann entferne ich erstmal ein. Dann kriegt er zwei dazu. Ich könnte jetzt noch was machen, wenn ich einen Diamant habe. Habe ich aber nicht. Also ist der Atom dran. Er geht hier hin. Und zwar mit Blau geht nicht. Dann gucken wir. Mit Rot geht nicht. Mit Grau geht nicht. Mit Blau geht nicht. Mit Gelb geht nicht. Weiß geht dahin. Weiß geht hier hin. Und Weiß verliert ein. Und deckt einen auf. Er bekommt einen Diamant. Das heißt einen Siegpunkt. Und er kann keinen Dreier machen. Also nimmt er sich einen Weißen. Jetzt bin ich dran. Ich gehe hier hin, verliere nichts und gehe zwei Schritte nach vorne. Weil ich zwei produziere. Pack hier rein. Und Schwarz verliert einen Marker. Dann richten wir sie wieder auf. Perfekt. Dann gehen wir hier wieder einen vor. Und er beginnt wieder. Achso, hier ziehen wir nichts. Und Rot geht hier hin. Und er packt eine Scheibe drauf. Und bekommt jetzt pro Scheibe einen Siegpunkt. Also vier Stück. Das ist heftig. Da sind vier drauf und alle müssen runter. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe, aber schauen wir mal. Blau darf auch keinen Chip haben. Dann geht Blau hier hin, entferne den Chip und er steigt nochmal um 1. Damit haben wir diese Runde auch oder diese Phase auch erledigt. Dann stellen wir sie wieder hin. Alle anderen stehen auch. Erledigt. So. Und er beginnt wieder. Jetzt ziehen wir. Die Fabrik geht nicht. Hier oben geht nicht. Hier geht's hin. So, hier will er hin. Und wer geht da hin? Der Weiße. So, und er entfernt Weizen. Dann gehe ich mit ihm hier hin. Er hat keinen Marker, also kann ich nichts entfernen. Ich bekomme auf jeden Fall einen Diamanten. Zurück. So, ich will hier hingehen. Und zwar mit dem Roten kann ich nicht hingehen, dann darf ich das nicht machen. Grau geht dahin, steigt 2 auf. Ich entferne, alles gut. So, er will hier hingehen. Passt. Und zwar mit dem Blauen. Der Blaue geht hier hin. Verliert einen, leider. Dann produziert er. Und er geht einen Schritt vor. Oh, ich habe ganz vergessen. 2 hoch darf ich ja für ihn gehen. Und einen Marker kicken. Gut, dann gehe ich hier hin. Dann steigt er einen hoch. Der Rote verliert einen Marker. Und ich darf einen verschieben. Und zwar den. Das habe ich ihr verloren. Hierhin. Gut. Jetzt ist er dran. Er will dahin. Geht nicht. Er will dahin. Geht nicht. Er will hierhin. Geht nicht. Und jetzt im Uhrzeigersinn weiter. Im Uhrzeigersinn weiter. Also so, 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 so. Er geht hier hin. Dadurch verliert er einen, produziert einen, Mist. Er geht hier einen hoch,
Dann entfernt er die Sachen, packt den hier drauf und bekommt noch einen Siegpunkt. So, jetzt bin ich noch einmal dran. Gut, ich muss mit ihm hier hingehen. Gelb verliert 2. Dann produziere ich einen. Gehe hier rüber. Bekomme einen Diamanten. 2 Siegpunkte. Und die 3 kommen weg. Und immerhin schon mal das hier nicht weniger. So, die Phase ist vorbei. Jetzt richten wir wieder alle auf. Die Nachtaktion wird deaktiviert. Wir gehen hier hin und er ist jetzt wie immer dran. Er möchte ins Lagerhaus, geht nicht. Zum Saufen geht nicht, Weide geht nicht. Weide. Und dann klack, klack. Und er geht mit ihm hier hin. Geht ein runter, das ist na klar richtig Murks. Es kommt ein Fisch hin, er kriegt auch noch einen Diamanten, dadurch geht er wieder ein hoch. Und es ist ja keine Produktion. So, meine letzte Aktion. Muss noch irgendwo mal Freundlichkeit hinkriegen. Der gibt mir sonst Minus. Mit dem gehe ich hier hin, steige 2 auf, gebe dann meinen Diamanten ab, gehe mit dem hier hoch und diese Stimmung fällt. So, jetzt gucken wir nach. 2 Siegpunkte plus 1 plus 2 macht 5 plus 2 macht 7. 7 Siegpunkte für mich, bin ich bei 14. Er bekommt 4 Siegpunkte. Da bekomme ich 3 abgezogen, weil ich es nicht exportiert habe. Der Rote hat immer noch Chips und der Graue ist nicht auf 3. Nur das habe ich geschafft. Also 8 abziehen. Krass. Dann kommen alle Leute wieder hier hin. Das bleibt liegen. Das kommt zurück. Das kommt weg. Das wird gemischt. Die Marker bleiben. Die Marker kommen weg. Dann kommt die Nacht wieder. Die wird aktiv gemacht. Und der Tag wird deaktiviert erstmal. So, dann ziehen wir eine neue Zielkarte. Der darf keine Marke haben. Der muss mindestens plus 3 haben. Der darf keine Marke haben. Und ich muss einen Fisch und ich muss Wolle exportieren. Auf geht's. Der Tag geht los. Er ist wieder Startspieler. Zuerst werden die wieder verteilt. Und die 3 kommen auf. Grau, Rot und Gelb. Jetzt beginnt er. Er will da hingehen mit dem Gelben. Und er entfernt einen Fisch. Der muss gut werden, dann lasse ich ihn da. Dann gehe ich mit dem Blauen hier hin. Dann geht er einen hoch. Und Gelb geht hier hin. Und da ich Blau genommen habe, verschwindet der Blaue. Rot geht ein hoch, Schwarz geht ein hoch, Weiß geht ein hoch und Grau geht ein hoch. Dann stellen wir sie wieder auf. Dann wird der Morgen wieder aktiviert. Und wir kommen zur ersten Tageshälfte. Er beginnt wieder. Er möchte hier arbeiten gehen. Und zwar mit dem Blauen. Blau geht hier hin, verliert 2 Stimmung, produziert einen hiervon. Klack, kriegt einen Siegpunkt durch den Diamanten und 2 so. Gut, mit dem gehe ich hier hin, dann entferne ich einen und bekomme einen Diamanten.
Er möchte wieder hierhin, geht nicht. Dann geht er da hinten hin. Mist, da wollte ich hin. Und zwar mit dem Weißen. Der Weiße geht hierhin. Zufriedenheit geht hoch. Die Zufriedenheit beim Roten geht auch hoch. Das ist schon mal sehr gut. Und er platziert einen Diamanten bei sich. So. Jetzt kommt mein zweiter. Ich muss auf jeden Fall Rot bewegen. Rot muss zufrieden werden. Gelb packe ich hier hin. Dann verschwindet der hier. Und Gelb bekommt zwei Freude dazu. Das spare ich mir noch. Dann ist er wieder dran. Er möchte ins Raumschiff. Und zwar mit dem Roten. Das war nicht gut. Rot verliert wieder ein. Und jetzt schauen wir mal an, was er macht. Nichts, das ist gut. So, ich habe nicht mehr viel Möglichkeiten mit dem Schwarzen. Mit dem Schwarzen gehe ich hier hin. Da brauche ich eh nichts von. Entferne den. Und steige hier einen hoch. Und gehe mit dem Blauen einen runter. So, das war die Runde. Stellen wieder alle auf. Sind jetzt hier. Und er geht mit dem Gelben hier hin. Gelb geht einen hoch. Kriegt aber auch einen Marker. Und er bekommt einen Siegpunkt. Mit dem Roten gehe ich auch hier hin. Entferne so ein Ding. Und gehe auch einen hoch. Das war schon der Mittag. Er ist dran. Er will ins Lager mit dem Weißen. Der Weiße geht hier hin. Stimmung geht runter. Er produziert 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich gehe mit dem Roten hier hin. Der Rote steigt. Ich kann das hier entfernen. Und platziere den hier hin. So, was macht er Schönes? Er möchte wieder ins Raumschiff mit dem Schwarzen. Der fällt ein und er hat wieder nicht. Schlecht gemischt oder gut gemischt. So, den muss ich unbedingt wegkriegen. Ich muss noch fischen. Der ist schön weit oben. Den Marker muss ich wegkriegen und den Marker muss ich wegkriegen. Aber ich muss auch Fische fangen. Gehe ich hier hin, dann kann ich 2 ziehen. Steigt um 1. Ich suche mir den selbstverständlich aus. 2 Fische. Das heißt 1, 2. Hier liegen jetzt 3, also direkt weg. Und er hier hin. Das war wichtig. So, was macht er jetzt? Er möchte wieder ins Lager oder in die Bierhütte. In die Bierhütte mit dem Weißen geht nicht. Dann dem Gelben. Gelb geht hier hin. Und er bekommt einen Siegpunkt. Dann muss ich ja ihn nehmen. Das ist auch wichtig. Vielleicht kann ich ja noch hier was reißen. Er verliert einen. Den entferne ich. Und dann bekomme ich eine Wolle. Gehe hier einen vor. Dann ist das beendet. Dann richten wir wieder alle auf. Dann ist entscheidend, was er als erstes machen wird. Schwupp. Hier dürfen wir nicht hin, hier dürfen wir nicht hin, hier dürfen wir nicht. Und er will zum See, geht nicht, er will hier hin. Der Fischer. Fischer geht hier hin und er packt hier ein Plättchen drauf. Das ist schon mal nicht gut. Meine letzte Aktion. Grau, Ziel erfüllt. Rot, Ziel erfüllt. Gut. Gelb muss ich auf jeden Fall machen. Hier kann ich nicht hingehen.
Also kann ich es nicht produzieren. Oh, Mist, Mist, Mist. Gut. Hier kann ich nicht hingehen. Da kann ich nicht hingehen. Hier würde ich einen verlieren, aber zwei bekommen. Ja, das ist okay. Ich gehe hin, den entferne ich, gehe zwei runter, produziere aber dafür und überspringe das hier. Zwei Siegpunkte und ein Diamant. So, das waren jetzt zwei Tage. In der Anleitung steht nicht, wie lange man spielt, aber da jetzt sozusagen das Grundspiel zwei Tage ist, denke ich auch Solo sind zwei Tage. So, dann kommen wir jetzt mal zur finalen Abrechnung. Er bekommt vier Siegpunkte. Den hole ich niemals ein. Dann sind diese Siegpunkte auch komplett für mich weg. Ich bekomme 2, 2 und 4. Macht also 8. Dann bekommt er hier 2 und ich 4. Dann bekomme ich nichts abgezogen und hierfür nochmal 3 abgezogen. Das ist ein halber Siegpunkt, bringt also nichts. Ja, das war hart. So, der Automat hat mich auf jeden Fall nass gemacht. Wie fandet ihr das Solo-Spiel? Habt ihr es auch schon Solo gespielt? Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Wie gesagt, ab in die Kommentare. Und hier oben findet ihr noch eine Menge an Solo-Spielen und Regelerklärung. In diesem Sinne, wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße, euer Robert.